Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute gemeinsam die Nintendo Switch OLED auspacken. Etwas später, aber es hat vorher einfach nicht funktioniert, ein Unboxing zu machen, wie ich es euch eben gerne hochladen möchte. Die Nintendo Switch in der OLED-Variante kam am 8.10. raus und wir geben uns dann jetzt einmal an das Auspacken der Konsole. Genau wie an dem Tag, wo die normale Nintendo Switch kam, war ich sehr aufgeregt und muss sagen, dass mir der neue Umkarton der Nintendo Switch sehr viel besser gefällt, beziehungsweise der OLED Switch natürlich. Und diese weißen Joy-Cons, es ist einfach der Wahnsinn, was eine Farbe an einer Konsole bewirken kann. Sie wirkt so viel hochwertiger und erwachsener. In einer Sache bin ich ja sehr, sehr penibel und das ist der Umkarton solcher Produkte. Leider ist sie auf dem Transportweg wohl irgendwo gegengekommen und hat hier auch schon vereinzelt an dem Karton ein paar Macken und Farbabplatzer. Das ärgert mich immer sehr, weil gerade bei solchen Produkten ist es mir immer sehr wichtig, dass das auch im Nachhinein noch alles sehr, sehr gut aussieht. Schade. Aber vielleicht dann bei der Pro-Variante. Mal gucken. Aber nicht nur das Design sollte stimmen, sondern die Joy-Cons als solches sollten auch tadellos in Ordnung sein. Und das sind sie wirklich in der Tat. Meiner Meinung nach, wirklich aus meiner ganz eigenen persönlichen Meinung, fühlen sich diese Joy-Cons wesentlich besser an und haben auch irgendwie etwas anderes an sich. Sie sind nicht mehr so ganz littig wie die bisherigen Joy-Cons. Weiter geht's mit dem Hauptteil der Nintendo Switch und das ist der OLED-Display. Schon beim Auspacken habe ich gemerkt, dass sich auch ebenfalls an der Rückseite des Displays einiges getan hat. Das Material fühlt sich ganz anders an und abgerundet mit den neuen Joy-Cons und der Metallschiene daran wirklich ein wahnsinnig gutes Ergebnis. Und da haben wir sie, die wunderschöne Nintendo Switch OLED. Wirklich eine sehr, sehr schöne Variante und ja, es ist quasi so ein bisschen die Perfektion der Nintendo Switch. Ich hätte mir gewünscht, dass Nintendo genau diese Konsole, ja, 2017 hätte rausgebracht. So, jetzt haben wir die auch einmal ausgepackt, die Nintendo Switch OLED. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, bin sehr, sehr begeistert. Gerade auch eben, weil die Oberfläche, da kann man jetzt hier ein bisschen schlecht erkennen, ein bisschen mattiert ist, ist also vom Material her wesentlich schöner als die alte. Was mir eben besonders gut gefällt, ist der neue Standfuß an der Konsole. Der geht über die komplette Fläche und lässt sich in den verschiedenen Winkeln eben einstellen. Jetzt geht's erstmal an die Arbeit, das ganze Backup muss übertragen werden, ein neuer Nutzer muss angelegt werden, beziehungsweise ein bestehender Nutzer, je nachdem. Und die ganzen Speicherdaten müssen einmal komplett rüber, denn die alte Switch, die ich hatte, wird quasi jetzt so ein bisschen nur noch für den Fernseher genutzt und den Rest mache ich natürlich hier für die Aufnahmen für euch, meine lieben Abonnenten auf diesem Kanal. Gehen also durch sämtliche Einstellungen durch, übertragen Speicherdateien und auch das Backup generell. Sämtliche Speicherstände werden übertragen, The Legend of Zelda, Pokémon Snap und Animal Crossing darf natürlich auch nicht fehlen, welches ihr über den Inseltransfer machen könnt. Die Nintendo Switch OLED verfügt bereits über eine Schutzfolie. Diese solltet ihr nicht entfernen. Das wurde auch offiziell von Nintendo empfohlen. Solltet ihr die Folie bereits entfernt haben, dann holt euch ein weiteres Panzerglas oder eine Folie und schmiegt diese eben an das Display. Hat folgenden Hintergrund. Eure Konsole hat einen Glasbildschirm bzw. Glasdisplay und wenn euch die Konsole runterfällt, dann würde es eben zu einem Bruch kommen und der ganze Bildschirm würde zersplittern. Das wird durch die Folie oder durch ein Panzerglas, ganz wie ihr mögt, eben unterbunden. Die Konsole ist jetzt schon 2 Wochen draußen und ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert. Mir macht es im Handheld-Modus sehr, sehr viel Spaß. Vergleicht man alle drei Modelle, ist es auf jeden Fall bemerkbar, dass die normale Switch und auch die Switch Lite eine Art matten Filter irgendwie über dem Display hat. Also man merkt wirklich einen Unterschied, aber auch nur, wenn man eben die Konsolen vergleichen kann. Sonst muss ich sagen, würde es mich nicht weiter stören, würde ich den Bildschirm der OLED nicht kennen. Doch was befindet sich eigentlich noch alles in dem Karton? Wir heben das Ganze mal hoch und dahinter befindet sich dann natürlich das HDMI-Kabel und natürlich auch das Kabel, um die Konsole überhaupt ins Laufen zu bringen.
Natürlich gibt es hier auch die Halterung für die Joy-Cons, damit ihr diesen als Controller nutzen könnt. Ich finde, er liegt immer noch nicht so gut in der Hand wie der Pro-Controller, aber gehört natürlich auch zum Lieferumfang dazu. Dann natürlich noch die Handschlaufen, darf man nicht vergessen. Der ein oder andere Joy-Con wäre schon geflogen, hätte ich diese nicht benutzt. Jetzt rasten wir sie eben schön ein. Und ich finde, das Ganze wirkt auch wesentlich stabiler als wie bei den Joy-Cons zuvor. Wobei ich sagen muss, dass die Joy-Cons vom Skyward Sword Design doch sehr viel besser sind als die Joy-Cons, die standardmäßig bei der alten Switch dabei waren. Mir gefällt dieses Design und diese weiße und schwarze Farbe wirklich sehr und ich bin immer noch erstaunt, was nur allein die Farbe anrichten kann. Ob die Joy-Cons trotzdem weiterhin anfangen werden zu driften seit dem OLED-Modell, das ist immer noch offen. Dazu wird sich Nintendo, denke ich, auch nicht mehr äußern. Vergleichen wir doch mal den Standfuß der Nintendo Switch OLED mit der normalen Switch. Er ist damals eigentlich auch schon relativ locker gewesen, aber mittlerweile ist er wirklich auch noch viel, viel lockerer geworden. Durch die Nintendo Switch OLED steht man jetzt klar vor der Entscheidung, welche Konsole hole ich mir überhaupt? Sollte es die OLED-Variante sein oder lieber die normale Switch? Das kommt jetzt ganz darauf an, wie ihr bzw. wie euer Spielverhalten ist. Spielt ihr sehr, sehr viel im Handheld-Modus, dann definitiv die Nintendo Switch OLED. Aufgrund des größeren Displays und eben des besseren Displays und auch vom Sound her lassen sich leichte Unterschiede erkennen, aber dieser gigantische Unterschied ist mir bisher jetzt nicht so aufgefallen. Gerade Punkte, die Nintendo Switch OLED auch nochmal von ihrem Material aus, sprich also diese matte Oberfläche, ist wesentlich griffiger. Solltest du hauptsächlich im TV-Modus spielen, dann würde ich dir raten, wenn du ein paar Euro sparen möchtest, die ganz normale Switch zu kaufen. Diese gibt es mittlerweile für 279 Euro, wo der Unterschied halt zu OLED schon bei 349 Euro liegt. Kommen wir zu dieser wunderschönen 4K Docking Station. Nein, Spaß, sie hat natürlich kein 4K. Aber sie sieht einfach bombastisch aus. Nintendo hat auch an dem Design der Docking Station meiner Meinung nach einiges getan. Sie wirkt nicht mehr so ganz littig, das Nintendo Switch Logo ist kleiner und wirkt irgendwie zu den anderen Konsolen, die momentan am Markt sind, sehr gut und sehr hochwertig. Trotzdem habe ich bei der Docking Station auch nochmal ein bisschen Selbsthand angelegt und habe eben, damit mir der Bildschirm nicht zerkratzt, nochmal zwei Fleecepads reingeklebt. LAN-Anschluss gibt es natürlich jetzt auch bei dieser Konsole. Könnt ihr nutzen, müsst ihr nicht. Ich bin mit dem WLAN ein für sich sehr zufrieden. Ich kann es ehrlich gesagt schon kaum erwarten, Animal Crossing, das DLC, auf dieser Konsole zu spielen. Animal Crossing habe ich wirklich sehr viel im Handheld-Modus gespielt und daher lohnt sich die Konsole für mich definitiv. Was leider irgendwie nicht nachgelassen hat, ist dieses Wackeln, was man bei der Konsole halt eben hat. Ist bei den Nintendo Switch OLED schon ein bisschen besser geworden, aber leider immer noch der Fall. Der Vergleich zwischen beiden Bildschirmen lässt sich im Video nicht so ganz gut rüberbringen, auch nicht, wenn man sie nebeneinander hält. Aber allein die Größe des Displays punktet einen für sich schon wesentlich. Man hat wirklich das Gefühl, dass die alte Switch so ein bisschen Milchglas drauf hat. Und hier seht ihr nochmal an der Docking Station, wenn auch schwer, dass ich dort solche Fleecepads eben angebracht habe. Einfach rein aus Vorsichtsmaßnahme. Ich möchte nicht, dass dieser coole Display zerkratzt oder sonst irgendwelche Schäden an der Konsole entstehen. Denn dafür ist sie einfach zu teuer. Doch jetzt zu euch. Was sagt ihr zur Nintendo Switch OLED? Habt ihr sie euch geholt oder sagt ihr lieber, ach komm, ich spiele sowieso so viel im TV-Modus, dass sich das Ganze überhaupt nicht lohnt? Oder ein OLED-Display, was soll ich damit? Meine alte Switch funktioniert super und warum sollte ich sie diese austauschen? Wobei mir gerade da noch einfällt, was wirklich störend ist bei der normalen Nintendo Switch, dass man damit fast draußen unmöglich spielen kann, sobald Sonne mit dazu kommt. Seid ihr also draußen und ihr sitzt irgendwo im Zug oder was weiß ich, oder seid unterwegs und spielt und die Sonne kommt raus, ihr könnt fast nichts mehr auf diesem Bildschirm sehen. Es ist quasi unmöglich.
Damit die neue Nintendo Switch eben einsatzbereit ist, müsst ihr eure ganzen Speicherdaten und Backups einmal auf die neue Konsole übertragen. Hierbei ist wichtig, wenn ihr beide Konsolen behaltet, dass ihr die eben nicht als neue Konsole hinzufügt, sondern als eine weitere Konsole. Somit habt ihr die Möglichkeit, auf dieser Switch zu spielen und der Speicherstand, der eben von dem Spiel aktiv ist, kann hierbei dann weitergespielt werden. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber auf der Nintendo-Seite wirklich super beschrieben. Den Link dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses kleine Unboxing hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und schreibt gerne einen Kommentar, falls ihr noch Fragen zur Konsole habt, die ich euch gerne beantworten kann. So, und jetzt entschuldigt mich, ich muss meine Inseln noch vorbereiten, denn es gab eben zu Animal Crossing ja noch ein großes Update, welches am 5. November erscheinen wird. Und mit Happy Home Paradise wird das Ganze nochmal von vorne losgehen. Es wird so viel Arbeit, es werden so viele Stunden noch dazukommen. 375 habe ich, glaube ich, jetzt mittlerweile bei Animal Crossing.